Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen heute von der Firma Rezeg. Wir haben heute hier ein neues Thema und zwar geht es heute um eine AdBlue-Deaktivierung bei einem Audi, bei dem in 500 Kilometer der Startvorgang wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird. Ja, wir sehen das hier schon, AdBlue oben, das Warnzeichen, ja, in Gelb, dass in 500 Kilometer das Auto wahrscheinlich nicht mehr starten wird. Wie ist die Vorgehensweise? Wir bauen das Motorsteuergerät aus, wir deaktivieren das AdBlue-System komplett vom Motorsteuergerät. Bedeutet letzten Endes, dass alle Kennfelder, die mit dem AdBlue zusammenhängen, auf Null gesetzt werden. Nachdem die Kennfelder auf Null gesetzt werden, werden wir das Steuergerät dann wieder einbauen und dann das Auto starten und dann mal eine Diagnose machen und sehen, dass im Fehlerspeicher keine Fehlercodes mehr hinterlegt sind. Ja, wenn keine Fehlercodes mehr hinterlegt sind, bedeutet das letzten Endes, dass der Wagen auch nicht mehr in den Notlauf gerät, beziehungsweise auch der Startvorgang immer gewährleistet ist und man in dem Fall auch kein AdBlue mehr nachfüllen muss. Ja, wir weisen darauf hin, dass so eine AdBlue-Deaktivierung gesetzlich selbstverständlich verboten ist. Das heißt, die allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ist dann dadurch auch erloschen, wird im Kundenwunsch durchgeführt. Zusätzlich zu der Meldung haben wir auch hier die Motorkontrolllampe, die oben ist. Diese Motorkontrolllampe ist deswegen da, weil wir ein Problem im Motormanagement haben. Das heißt, wenn wir das Ganze mal auslesen, würden wir auch dann direkt den Fehlercode haben, der daraus resultiert, dass hier die Lampe an ist. Ja, liebe Freunde, das AdBlue-System wurde soweit vom Fahrzeug jetzt deaktiviert. Wir können das hier schon sehen. Wir haben die Motorelektronik. Da ist kein Fehler mehr vorhanden. Das heißt, dementsprechend ist auch die Motorkontrollleuchte aus. Ja, alle anderen Systeme haben einige Fehler. Das hat jetzt nichts mit dem AdBlue zu tun. Das ist einfach so, dass im Laufe der Zeit sich bestimmte Fehler einfach mal ins Motorsteuergerät, ja, reinsetzen. Das kann man aber ganz einfach wieder löschen, indem man hier auf schnell löschen drückt und dann werden alle Fehler, die mal so hinterlegt worden sind, es kann auch sein, dass mal Batterie gewechselt worden sind und deswegen die Spannung weg war und dann, ja, haftet sich da einfach mal so ein Fehlercode ein. So, wir sehen auch hier, ne, alle Codes wurden jetzt, Fehlercodes wurden gelöscht und in dem Sinne haben wir jetzt ein fehlerfreies System. Wir starten jetzt einmal das Fahrzeug. Wir sehen, die Motorlampe ist aus, die Meldung AdBlue ist auch verschwunden. Ja, es gibt jetzt auch nicht mehr den Hinweis, dass innerhalb von einigen Kilometern man stehen bleibt. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, war es das von uns. Fragen einfach unten in der Kommentarleiste schreiben, wenn es Fragen dazu gibt. Wir würden uns auch immer gerne freuen, wenn ihr uns das Video positiv bewertet. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, alles Gute von der Firma Rezeg.